Ich erkläre jetzt mal was. Wenn du jemanden nicht leiden kannst, so wie mich zum Beispiel, dann ist es nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn du mir das nicht sagst. Dann weiß ich ja gar nicht, ob das was ist, was ich vielleicht ja ändern kann. Jetzt sag doch einfach mal, ich hasse dich. Ich hasse dich. Und jetzt kannst du mich erschießen. Bang. Bang. Ich würde gerne mit dir über unser Sexualleben reden. Ich schaff das nicht mehr. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Ich glaube ja, du musst mal was riskieren. Ich finde, du bist so ängstlich. Sag mal, findest du mich eigentlich männlich? Ja, ich muss nur lachen wegen dieser Frage. Ja, Sana ist so erfolgreich, dass ich sie befruchten musste, damit alles auch im Lot bleibt. Und du, was machst du gerade? Ich hab brutal viel gearbeitet. So was sollte der Typ auch mal machen. Welcher Typ? Na, dein Freund. Und wieso besprichst du das mit mir, wenn er da sitzt? Jetzt kann man mit dir reden. Aber mit diesen altväterlichen Floskeln und Belehrungen, die braucht er nicht. Du bist so peinlich. Hast du mich manchmal? Ich hasse dich ja manchmal. Ich hab dich nicht gefragt. Aber ich hasse dich. Ich hab dich nicht gefragt. Du bist so ein Arschloch. Merkst du nicht, dass ich nicht mehr kann? Ich will, dass du jetzt hochgehst und nach ein paar Minuten sagst, dass dir schlecht ist wegen deiner Schwangerschaft und dass du nach Hause willst. Schau dir einfach mal an, wie andere sich verhalten. Aber ich will nicht sein wie andere. Oh. Wir haben die Tür zugemacht. So.